meine Damen und Herren, und hier ist jetzt die Gewinnerin von The Voice of Germany. Hier ist Charlie Ann Schmutzler. Glückwunsch! Ja, danke. Charlie Ann. Ann, genau. Wahrscheinlich sagen es alle, oder? Wärst du erst Lisa, dann mal Charlie Ann Schmutzler. Schmutzler, das habe ich selber mal gesagt bei einem Casting. Für einen englischen Film habe ich gesagt, hello, my name is Charlie Ann Schmutzler. Ja, und was haben die gesagt? okay, go and... Also, ich finde das immer ein super Künstlername, das behält man einfach. Man denkt erstmal kompliziert, aber eigentlich ist Schmutzler, kann man sich total super merken. Ja. Hast du nicht dran gedacht, irgendwie einen Künstlernamen zu nehmen? Ja, wir sind gerade so am Überlegen, ne? Ob wir das vielleicht irgendwie einfach in Charlie Ann abändern. Das machen alle. Alle lassen ihren Nachnamen weg. Aber das ist immer so lang auf den CDs dann. Weißt du, bevor man dann zu Ende gelesen hat, denkt man so, okay, nee, ich will nicht, interessiert mich nicht. Vielleicht einfach nur Schmutzi. Oder Schmutzi. Schmutzi. Das geht natürlich Schmutzi auch. Schmutzi ist super, das merkt sich jeder. Ja, das stimmt, das würde sich jeder merken. Ja. Na, da haben wir es doch. Wunderbar. Ich telefoniere gleich morgen Schmutzi. Mit dem Ja, Schmutzi, mir gefällt's. So, Schmutzi, also du warst. Du warst mit einem ziemlich klaren Vorsprung die Siegerin am Freitagabend. Hast du damit gerechnet, dass es so klar wird? Nö, nee, also. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich meine, mir wurde so, als wir dann im Finale waren, plötzlich klar, okay, ich habe eine Chance, irgendwie das zu gewinnen. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Du warst bei den Fantas im Team. Mhm. Wieso hast du dir die Fantas ausgesucht? Weil die haben ja mit Singen erstmal gar nichts zu tun. Das waren die einzigen, die sich umgedreht haben. Ach so, Siehst du, hab ich die Folge wohl verpasst, was? Ja, Mensch. Also du willst damit sagen, wenn sich jemand anders umgedreht hätte, wären die Fantas nicht deine Wahl gewesen. Doch, ich wäre nicht zu den Fantas gegangen. Da haben sich dann wahrscheinlich alle geärgert, oder? Das waren die Einzigen, die sich umgedreht haben und dann am Ende bist du die Siegerin. Ja, ich hoffe doch mal, dass sie sich geärgert haben. Haben sie denn sich wenigstens früh genug umgedreht oder auch so auf den letzten Drücker? Ja, doch, das war auf den letzten Drücker auch. Aber ich gehe davon aus, dass sie, das haben sie mir auch gesagt, sie waren einfach zu sehr damit beschäftigt zu genießen. Das glaube ich denen einfach mal. Ja, okay. Es ist aber doch gut, es ist doch eigentlich gut, das ist doch das Schöne an der Sendung, dass man dann am Ende als deutliche Siegerin dastehen kann, obwohl es am Anfang beinahe gescheitert wäre. Ja, stimmt. Hast du denn nach dem ersten Mal, nach der ersten Sendung, hast du denn den Eindruck gehabt, ja, das wird sowieso nichts, wenn sich nur ein Stuhl umdreht und dann auch noch der von den Fantastischen Vier, oh Gott. Auch noch die. Von den Fantastischen Zwei. Die Fantastischen Zwei. Ich dachte, das wäre so bestimmt spätestens in den Battles dann irgendwie vorbei. Die werden ja Coaches genannt. Was konnten die dir denn beibringen? Wir musst du singen. Gemacht. Am besten ist, wenn du die Töne richtig triffst. Sehr gut. Genau. Bitte. Die haben mir ganz viel das vorgesungen. Das Modus macht mal vor. Hallo Thomas, hallo, alles klar. So, das machst du jetzt nach. Genau, so irgendwie lief das. Genau. Nee, aber die haben mir Gelassenheit mitgegeben. Und die sind gar nicht so partymäßig drauf, wie man immer denkt. Die machen Party, aber die können auch ganz ernst. Und die sind solche Puppies. Doch, das weiß ich. Die waren ja schon öfter. Aber die waren letztens bei Schlag den Raab noch zu Gast. Die waren das letzte Mal bei Schlag den Raab. Und wer ist am Samstag bei Schlag den Raab bei uns und darf singen? Ich. Entschuldigung, Schmutzi, meine Damen und Herren. Schmutzi am Samstag. Sie bekommen schon mal einen Vorgeschmack auf den Song. Das ist der Song, mit dem du am Samstag bei uns auftritt, oder? Genau, der Siegersong ist... Genau. Blue Heart heißt der. Blue Heart. Genau. Blue Heart, nicht Blue Heart. Ja, Blue Heart. Blue Heart. Mit T? Hart. Schmutzi singt Blue Heart. Ist das richtig geschrieben hier? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist falsch geschrieben, oder? Nein, nicht H-A-R-T. Es wird schon hier wie steht Heart. Blue Herz. Heart. Genau. Also Heart. H-A-R-T. Also Heart, Herz. Ja, genau. Ah, dann schreibe ich das mal richtig alles ganz hier sentimental. Hin. Ne? Blue Heart. Und dann schreibe ich hier unten nochmal rein Perücke. So, wir schauen uns jetzt mal ein Video an. Hier von Charlie an Schmutzi. Blue Heart, bitteschön. Blue Heart! Charlie an Schmutzi am Samstag bei Schlag den Rat. Und nicht irgendeine Ausgabe, am Samstag läuft die 50. Ausgabe von Schlag den Rat.
Sollte auf keinen Fall verpassen. Und am Donnerstag gibt es das Beste von TV Total. Und morgen gibt es die TV Total Pokerstars.de Nacht. Unter anderem dabei Sonja Zietlow, Tim Melzer, Sascha und Elton natürlich und ein Wildcard-Gewinner. Also, das war fast das TV Total, ja. Wie gesagt, morgen nochmal pokern. Mittwoch nix. Donnerstag das Beste aus TV Total und Samstag Schlacht den Raab. Also im Prinzip ist heute Schluss. Ja? Es gibt nur noch ein bisschen was hinten drauf als Zugabe. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, singst du jetzt ein Weihnachtslied. Ich singe auch mit, ein Weihnachtslied. Ja, ich wollte schon gerade sagen, leise, wenn du mitsingst. Leise Riesen der Schnee, ist das gut? Ja, das ist super. Willst du ein Mikrofon haben? Ich habe ein Mikrofon für dich. Gerne. Nee, nimm das hier, das geht besser. Ich fahre mal rüber zur Band. Leise rieselt der Schnee. Kennst du den Text? Still und starr ruht der See. Ah, super. Weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Jo. Und dann singe ich die zweite Strophe. Mhm. Ah, die ist ja wie für mich gemacht, sehe ich gerade. Ja. Romantic. Okay, und bitte die Band. Kurzes Intro. Sorge des Lebens verhallt. Oh. Es verhallt so schnell. Freue dich, Christkind kommt bald. So, jetzt hier. Zusammen. So. Bald ist heilige Nacht. Chor der Engel erwacht. Das ist das Metal hier. Nur wie lieblich es scheint. Oh, oh, oh. Freue dich, Schmutzi, kommt bald. Schmutzi, meine Damen und Herren. Ja, das war die beste TV-Total-Sendung. Dieses Jahr morgen nochmal die TV-Total-Pokerstars.de-Nacht. Und am Donnerstag das Beste aus TV Total 2014 schon um 20.15 Uhr. Mit allem, was ihr verpasst habt. Und am Samstag die 50. Ausgabe von Schlag den Raab mit Schmutzi unter anderem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Wir sehen uns morgen. Tschüss.